Und einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Und schöne Grüße direkt aus Schweden, Leute. Es hat gerade stark geregnet. Eigentlich hat es den ganzen Tag über geregnet. Und eigentlich war ich gar nicht mehr sicher, ob ich heute noch überhaupt zum Angeln komme. Aber jetzt also war es ungefähr 18 Uhr. In 2,5 Stunden geht die Sonne unter. Und wir haben jetzt noch mal, denke ich mal, eine kurze Zeitspanne, um ans Wasser zu gehen. Hier an diesem Ort war ich selbst noch nicht wirklich am Wasser. An einer anderen Stelle hatte ich schon mal den Finger ins Wasser gesteckt, um zu gucken, ob das hier Ostsee oder Seegebiet Seegebiet ist. Nicht Meergebiet, sondern Seegebiet ist. Eigentlich wird es schon als Ostsee tituliert, aber bei der Einspeisung zwischen Salzwasser und Süßwasser, in der Kombination zwischen den Seen und dem Meer, ist der Salzwassergehalt einfach nur nicht so stark, dass auch nur irgendeine Art von Salzwasserfisch in diesen Gewässern schon den Unfug treiben können. Daher werden wir jetzt gleich schön auf Hecht, Barsch, ja, Zander, denke ich mal, eher unwahrscheinlich, da müssen wir ja erst weiter in die tieferen Gebiete und zum Vertikalangeln werden wir heute, denke ich mal, nicht kommen. Ich habe das Gebiet schon gestern ein bisschen erkundet, also weiß ich ungefähr, wie lange wir müssen, habe mich dabei auch schon einmal hart auf die Fresse gelegt. Und, die Steine waren so rutschig, ja, und ich dachte eigentlich, ich stehe sicher und im nächsten Moment, ja, da lag ich da. Ich habe meine Reiseroute dabei, mit der ich auch beim Lake Wiekan auf dem Boot war und muss ich aufpassen, dass ich nicht auf die Klappe fliege und habe mein Spinnen als auch meine Jig-Sachen dabei. Leider habe ich fast meine ganzen Gummifische zu Hause vergessen und habe eigentlich nur Blech und Hardbaits dabei. Aber ich glaube, ich habe 3 Gummifische dabei, die ich im Notfall benutzen kann. So, aber jetzt erstmal hier viel Spaß mit dem Weg. So, beim Spot angekommen, die Route habe ich soweit, es kommt jetzt nur noch auf die Ködermontage an. Ich würde ja empfehlen, also wir haben entweder ganz kleine Mini-Jigs hier, die ich hier habe. Das Wasser ist super klar, ne? Das Wasser ist super klar und es hat eben gerade geregnet, also eigentlich ganz coole Bedingungen, wieder sehr, sehr schön sauerstoffreiches Gewässer. Jetzt heißt es nur, entweder, wenn wir wirklich hart auf Hechte gehen, könnten wir entweder einen etwas helleren Jig nehmen, den ich dabei habe. Ne? Nehmen wir so einen auf 10 Gramm. Oder einen FZ-Blinker. Signalfarben würde ich erst lassen. Oder was immer ein Brett ist, was auch im Lake Wiekan, hier ist noch ein FZ-Blinker, was im Lake Wiekan noch gut geholfen hat, ist ein guter Bronzespinner, Leute. Einfach nur bronzefarben. Da geht auf. Da geht auf jeden Fall was drauf. Ich denke, damit spinnen wir erstmal durch. Vielleicht treffen wir auch den einen oder anderen Barsch. Und dann gucken wir mal weiter. Yeah.
Das jetzt diesen. Oh, das war ein Fisch. Oh mein Gott. Oh. Okay. Leute, da hatten wir unseren ersten Biss. Ich hatte ihn auch schon aus dem Wasser, ist dann leider direkt vom Haken geflogen und auf der anderen Seite wieder ins Wasser reingeflogen. Ich glaube, es war ein kleiner Barsch. Konnte es aber nicht genau sehen. Muss ich mal hinterher wieder auf dem Video gucken, was genau war. Ich glaube, es war ein kleiner Barsch. Hat sich nach einem Biss auch so angefühlt. Aber mal gucken. Ich werde jetzt probieren, hier die Klippen weiter lang zu gehen. Habt ihr ja auf der anderen Seite gesehen. Ob ich da nicht einen guten Weg finde, um in den nächsten Spot zu kommen. Ich möchte gar nicht hier so allzu lange an jedem Spot mich aufhalten, sondern aktiv den Fisch suchen, dass er beißt. Und daher gehen wir jetzt hier wieder durchs Moskitogebiet. Und dann sehen wir uns gleich wieder am nächsten Spot, Leute. Aber Fisch ist schon mal da. Und ich glaube, hier hoch oder so und dann da rum. Testen wir jetzt mal aus. Uff. Da, hat sich gelohnt, Leute. Hat sich gelohnt. Aufa, da ist er. Der erste. Sehr schön, schöner Barsch, schöne Farbe. Oh, Leute, da hat sich der Weg doch gelohnt. Schöner Barsch. Hier ist er. Lassen wir jetzt direkt wieder frei. Schönes Exemplar, schöne Farben. Ich würde mir hier kurz am Ufer gebissen. Ich habe gedacht, da hat eben gerade schon was hinterhergelaufen. Ne? Alles klar, den kleinen lassen wir jetzt wieder rein. Na, werd groß, groß, werd groß. Da schwimmt er. Yes! Bambolea. Bambolea. Ja, das wird super gefährlich jetzt, was jetzt passiert, Leute. Steine hier sind so rutschig. Das wäre richtig schön. Bevor ich dahin gehe, fische ich hier, glaube ich, kurz erst einmal runter.
mal. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin ins Wasser falle, ne? Leute, wenn ich hier ins Wasser falle. Oh. Meine Route ins Wasser fällt, ne? Oh, das. Und Möglichkeiten aus hier. Schön. Jetzt kann ich so mal die linke Seite befischen. Sieht schön aus hier. Da will ich hin. Genau da. Das ist wieder so eine Einbuchtung von der Klippe. Ich kann mir gut vorstellen, dass da welche stehen. Fisch! Ich hab's gewusst, dass da was steht. Geil! Fühlt sich auf wie ein Barsch an? Ja, ja. Geil, ich hab's gewusst, komm her. Nice. Wieder ein schöner kleiner Barsch. Nice. Leute, Fisch Nummer 3, wenn ich den ersten mitzähle, wieder ein kleiner Barsch. Ich hab's ja gesagt. In dieser kleinen Einbuchtung, da steht einer. Hundertprozentig. Geil, der wird jetzt schnell wieder released und dann geht's ab mit dir. Süßer Fisch. So Leute, wir haben schon 8 Uhr. Ne? 8 Uhr, drei Fische werden drei. Ne? 1, 2, 3. Mann, richtig, das ist Angeln für mich. Abenteuer pur, irgendwelche Spots suchen, die eigentlich vielleicht, hier war bestimmt schon irgendwann jemand mal, aber so sieht so unbelaufen aus auf jeden Fall. Das ist das Geile daran. Und dann einfach testen, das Leben riskieren, um den Fisch zu fangen. Geil. Ich will die Klippen nicht im Dunkeln wieder zurückgehen, deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg. Und vielleicht schmeißen wir die Route nochmal beim ersten Spot rein oder bei der ersten Klippe. Gucken mal, ob wir da nochmal einen Biss kriegen. Sieht jetzt gut aus. Moos scheint mir eine sichere Bank zu sein. Ich bin mir sehr unsicher, ob ich von hier noch mal irgendwie ans Wasser komme. Wie ich von dem übelsten Naturerlebnis direkt in das... Alter, Grüße. Direkt in der Zivilisation lande. Nicht schlecht. Leute, drei Barsche. Die Reiseroute hat sich mehr als bezahlt gemacht, diese Teleskopspin. Macht schon echt Spaß damit, einfach ein bisschen Spaß angeln zu betreiben und damit dann weniger Stress haben beim Flugzeug, Angst haben, dass die Röhre nicht ankommt oder sonst irgendwas. Na, auf dem Lake Wiekan hat schon richtig Spaß gemacht, Hechte und Barsche damit zu ziehen. Hier hat es mega Spaß gemacht,
Also, das geht schon absolut klar. Absolut klar. Mir hat das mega Spaß gemacht. Das war Angeln, so wie ich es mag. Direkt in der Natur. Spots finden, Fische fangen. Das war für mich mal wieder ein richtig geiles Abenteuer. Klar war es wirklich gefährlich. Ich kann wirklich nur sagen, macht so einen Scheiß nicht. Ne? An diesen rutschigen Klippen lang zu wandern und lang zu gehen, ist wirklich gefährlich. Und kann ich nicht empfehlen. Also es war wirklich auch ein bisschen naiv von mir. Ich werde jetzt erstmal mein Zuhause suchen hier in Schweden. Ich bin auf jeden Fall auf einer ganz anderen Straße. Mal gucken, ob ich da in der Google Maps rausballere. Kein Plan, wo ich hier bin. Und dann, oh shit, Leute. Richtige Weinbergschnecke. Schön, ne? So, jetzt kreuzt ihr noch die Straße. Sehr, sehr schön. Da ist auch noch so ein Berg, Leute. Aber ich habe ja in der Zeit nicht den Berg gewechselt. Mal gucken. Ich werde jetzt den Heimweg aufsuchen. Ich denke, ich werde es schaffen, hier in der Situation zu überleben. Das ist kein Problem. Macht euch keine Sorgen. War schon Spaß gemacht. Das war der letzte Tag in Schweden. Ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub. Das nächste Mal heißt es wieder Angeln in Deutschland, Leute. Nächstes Mal ist wieder Angeln in Deutschland angesagt. In dem Sinne, Leute, habt eine geile Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, wenn es euch gefallen hat, ja, und wenn ihr euch freut, dass ich überlebt habe, ja, dann haut einen Daumen nach oben. Würde mich über einen Kommentar sehr, sehr freuen. Ich mag es immer, mit euch in den Kommentaren ein bisschen zu reden, zu diskutieren. Macht immer Spaß. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich mega freuen. In dem Sinne, Leute, habt eine geile Zeit. Passt gut auf euch auf. Und viel Spaß beim Fischen oder bei sonstigen Dingen. Kleines Update. Hab gerade bei Google Maps geguckt. Ich laufe 30 Minuten zurück. Was haben wir da gemacht? Haben wir den Fuji bestiegen? Oder was? Egal. 30 Minuten. I'm walking. Can't you see? I'm walking. Nö, 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 nö. Du, 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 du.